Überraschend ist auch das häufige Auftreten des goldenen Schnitts und der Fibonacci-Zahlen in der Natur. Am auffälligsten finden sich diese Strukturprinzipien in der Phyllotaxis von Pflanzen, also der Anordnung von Blättern und Samenkapseln, wieder. Bei vielen höher entwickelten Pflanzenarten beträgt der Winkel zwischen den spiralförmig aufeinanderfolgenden Blättern durchschnittlich rund 137,5 Grad, der goldene Winkel. Diese Blattanordnung wird auch als Fibonacci-Phyllotaxis bezeichnet. Da der goldene Winkel auf einer irrationalen Zahl beruht, wird nie ein Blatt genau über dem anderen zu liegen kommen. Das von oben einfallende Sonnenlicht kann daher optimal genutzt werden, und einfallender Regen wird von den Blättern in maximaler Menge zu den Wurzeln weitergeleitet. Bei der Sonnenblume tritt die Phyllotaxis in den sogenannten Parastichen, den spiralförmig angeordneten Samenkapseln auf dem Blütenboden, in besonders ästhetischer Form in Erscheinung. Die deutlich erkennbaren Fibonacci-Spiralen werden dabei nicht aus wachstumstechnisch aufeinanderfolgenden Samen gebildet. Vielmehr ergeben sie sich als Konsequenz daraus, dass aufeinanderfolgende Samen um den goldenen Winkel versetzt angeordnet sind. Wobei die Abweichung vom mathematischen goldenen Winkel dabei weniger als 0,01% beträgt. Betrachtet man die Anzahl der Bögen, die sich links herumdrehen, und die Anzahl der Bögen, die sich rechts herumdrehen, wird man sich kaum noch wundern. Auch hierbei handelt es sich um aufeinanderfolgende Fibonacci-Zahlen. Im äußeren Bereich von Sonnenblumen zählt man in der Regel 34 und 55 Spiralen, bei größeren Exemplaren 55 und 89 oder sogar 89 und 144. Ob die größere Anzahl rechts- oder linksdrehende Bögen sind, ist allerdings dem Zufall überlassen. Diese Animation zeigt einen konstruierten Blütenstand mit 200 Samen. Ausgehend vom Keimzentrum wandern die Samen im Verlauf des Wachstums nach außen, bis der ganze Blütenboden gefüllt ist. Aufeinanderfolgende Samen entstehen dabei genau um den goldenen Winkel versetzt zueinander, da die Samen auf diese Weise am dichtesten gepackt sind. Dies lässt sich verdeutlichen, wenn man den Winkel zwischen zwei wachstumstechnisch aufeinanderfolgenden Samen verändert. Wie wir sehen, stellen sich hier 13 und 21 Fibonacci-Spiralen ein.